the bass. Ah, ich habe den Fisch gerade hier schon gesehen. Oh, runter mit dir, runter mit dir, yeah. Boah. Da schwimmen noch mehrere geile Bass hinterher. Scheiße, alles voller Bass. Ich habe ihn verloren. Das wäre der erste Bass des Tages gewesen, ey. War ein guter, Mensch, Mensch. Also da waren jetzt gerade 4 Bass. Die waren alle groß. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne geht auf. Ich bin an einem wirklich tollen See. So mag ich das. Kein Wiesen, Stausee, sondern viel Struktur, viele Ecken und Kanten. Ihr seht, das ist keine unendliche Weite. Das sieht gut aus. Kann man schön entlang gehen. In der Mittagszeit die Kanten abfischen. Die Uferbereiche, voll mein Ding. So, ich werde jetzt eine neue Montage machen. Ein etwas stärkeres Fluo drauf. Ich mache jetzt kein Skirted Jig. Ich vermute, dass der nicht richtig gesessen hat, weil dieser Skirted Jig natürlich hier diese. Toll. Alles fest. So, ne, die Skirted Jig haben natürlich hier das. Vielleicht habe ich nicht genug angeschlagen. Und der Biss hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Total unkompliziert. Den Bullet hier drauf. Das ist ein Dreierhaken, glaube ich. Na, aufgezogen. Einmal hinten aufgezogen. Köder drehen. Hinten reinstechen. Ins Logo. Na toll. Und dann haben wir ihn. Den Haken ein bisschen versenken im Köder, damit er nirgendwo so hängen bleibt. Und dann hoffen wir, dass nochmal ein Biss kommt. So heiß wie die gerade waren, glaube ich auch daran. Ich hoffe, der bleibt diesmal hängen, der Bass. Ich schnipp mal. Jawohl. Oh. So, der erste Bass für heute. Sauber. Yes. Also ich bin den See einmal jetzt gut dreiviertel rumgelaufen. Es waren wirklich viele Bass dort, aber die hatten alle keinen Bock. Aber ich war geduldig. Ich weiß ja, wie das ist. Mittags sind die ein bisschen träge, sonnen sich eher, aber es gibt immer wieder welche, die zwischendurch dann doch Bock haben. Und der war super neugierig, super schnell ging das. Und happy, happy. Ach, das hat jetzt ein bisschen gebraucht und man verzweifelt manchmal zwischendurch, beziehungsweise man verfällt in eine gewisse Ungeduld, wenn man das noch nicht häufig gemacht hat. Und ich war jetzt auch kurz davor, weil ich ziemlich einen Durst habe und Hunger, auch die Spots ein bisschen schneller abzufischen. Und zum Glück war ich geduldig. Ein kleiner Bass. Ja. Wie ihr seht, ich stehe hier ganz oben. Das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich stelle mich lieber ein Stück zurück. Das hat zwei einfache Funktionen. Zum einen verschreckt man die Fische nicht. Also es kann ja sein, dass der eine oder andere Fisch da schon Erfahrung gemacht hat und ein bewegendes Objekt am Ufer jetzt nicht gerade das Beste ist.
Und zum Zweiten sehe ich besser von hier oben. Also wenn ich unten am Ufer stehe, kann ich nicht so gut aufs Wasser gucken. Dann gehe ich lieber hier oben entlang, gucke immer zwischen den Bäumen, bleibe einen Moment stehen, gucken, ob irgendwo Bewegung ist, ob irgendwo Fisch da ist. Natürlich immer mit einer Polbrille und dann sehe ich, wie jetzt da vorne am Bass stehen. Und den werfe ich jetzt an. Next one. Sehr gut. Ah. Komm, komm, komm. Nächster Bass. Komm mal raus. Jawohl. Der weiß noch nicht, was mit ihm passiert. Ah, sehr schöner wieder. Eine richtige Maschine wieder. Boah. Geil. So, das ist die nächste Maschine. Ah, herrlich. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So Leute, jetzt läuft es. Zwei gute Bass, ein kleiner. Ah, dann schmerzt es nicht mehr so, den Bass heute Morgen verloren zu haben. Der war nochmal, glaube ich, eine Nummer größer. Alle Fische, die wir verloren haben, sind immer größer gewesen als die, die man gerade gefangen hat. Aber der war tatsächlich nochmal größer. Aber das war schon zwei riesen Klopperteile. Also was will man mehr? Also ja, ich habe hier echt diese kleine Mini-Bucht hier. Und es gibt ja einige hier und hier scheinen einige Bass zu sein. Vor allen Dingen, dass sie auch Lust haben zu beißen. Also da hinten waren echt einige, die 0,0 Bock hatten. Und hier scheint ein fressfreudiges Bassvolk zu sitzen. Ah, Mittagszeit und wir haben noch keine Abendstunden. Wunderbar. Ich brauche noch keine Mittagpause, obwohl ich mega Durst habe und mega Hunger. Aber ich fische das hier noch aus und guck mal, ob hier überhaupt noch was steht. Und dann habe ich eine wohlverdiente Mittagspause. Ja, 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 ja. Den machen wir jetzt ab, der lief ziemlich gut. Jetzt mache ich mal einen Wurm dran. Derselben Farbe. Wenn das gut läuft, nehmen wir das mal. Gucken. Wir haben jetzt keine Lust mehr auf Krebs, sondern auf Wurm. So, das war ein lecker Käffchen. Jetzt habe ich gerade noch einen kleinen Supermarkt hier entdeckt. Ich bin in so einem wirklich witzigen Dorf. Der Supermarkt hat noch Mittagspause. Geht gleich wieder weiter. Dann bekomme ich vielleicht was zu essen. Wir haben die überall Wachhunde hier in dem kleinen Dorf. Herrlich. Zwei Stunden Mittagspause. Das ist doch mal was. So, das habe ich hier zwischen den ganzen Cola-Dosen gefunden. Ich weiß nicht, ob der es erkennt. Das ist etwas Stinkecreme für die Köder. Das werde ich nachher mitnehmen, weil ich ja heute die Fische ja, zumeist auf Sicht. Habt ihr das gehört? Dieser Leihwagen, der macht ganz halt Sounds. Wenn man Tür auf, Tür zumacht, dann begrüßt er einen mit einem Sound. So, diese Stinkepaste nehme ich gleich mit für die Gummiköder, die ich benutzen werde. Denn die Bass, wenn ich die anwerfe, die kommen oft bis an den Köder ran, schauen sich das an. Und wenn der natürlich jetzt attraktiv riecht, stinkt er. Dann könnte das sie auf jeden Fall eher zum Beißen verlocken. Das stinkt. Ich habe wundern, warum ich das in der Tüte gepackt habe. So. Ich muss mal irgendwie gucken, ob die den Supermarkt hier aufmachen.
Aber natürlich nicht so viel Besuch da ist, haben die wahrscheinlich auch keine Eile, das Ding hier aufzumachen. Ja, ich höre die ganze Zeit da Leute quatschen. Vielleicht ist das ja die Supermarktbesitzerin. Ich will endlich da rein. Da macht er schon wieder die Musik. Ja, der Plan ist es. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Toll, ne? Überall Bäume. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ganz herrlich. Schöne Natur. So, und hier ist so eine Art Staumauer. Und da wollte ich heute Abend eigentlich zurück. Ihr merkt schon an dem eigentlich, dass ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich das mache. Weil es lief tatsächlich an den anderen Stellen besser. Das macht auch irgendwie voll Spaß. Also, ich bin voll in meinem Element. So macht das Bassfishing total Spaß. Ich mag das echt nicht so gerne, wenn man an offenen Gewässer ist, wo man weit und breit nichts sieht, ohne Struktur. Ich muss immer ins Wasser gucken, mit der Polbrille rein, schauen, wo sind die Äste, wo sind die Bäume, wo sind die Rocks. Und die Bass anschmeißen oder in den Bereichen reinzuschmeißen, auch wenn ich diese nicht sehe, aber wo ich weiß, boah, da könnte was sitzen. Dann schießt auf einmal so ein Bass aus dem Cover raus und das ist einfach der Kick, ne? So, und auch den Fisch zu provozieren, dass er dann beißt. Ne? Das ist ein bisschen komisch, aber man sitzt vorm Fisch, man weiß, er beißt vielleicht gleich, aber vielleicht auch nicht. Aber das macht es einfach irgendwie total spannend. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Meine absolute Lieblingsfischerei. Man sollte natürlich auch zwischendurch nach vorne gucken, nicht in der Pfütze treten. Oh, gestern bin ich in der Pfütze getreten. Und das tat so richtig gut. Kennt ihr das? Es ist richtig warm und er tritt dann so eine Pfütze rein. Und dann denkt er auch Mist. Und dann denkt er, oh, tut aber auch irgendwie gut. So, legt euch mal beiseite. Und wenn der erste Bass kommt, seht ihr mich wahrscheinlich auf dieser Kamera. Oder ihr euch, wie auch immer. Ne, ihr seht aus dieser Kamera. Wahrscheinlich. Wenn er diese Kamera sieht und ich bin nicht drauf, sondern ein Fisch, dann habe ich einen Fisch gefangen. Verstanden? Okay. Einen kurzen Moment genießen. Oh. Bin was müde. Heul doch. ja. Oh, guck mal, hier eine Zecke. Die Sache mit den Zecken, habe ich ganz vergessen hier. Bin ja auch den ganzen Tag durch den Busch gerannt. Also, ich werde jetzt noch mal. Jetzt habe ich Bock, mich abzusuchen. Oh Mann. Da ist eine ganz entspannte Zecke um mir rum. Auf mir rum. Habe ich die ganzen Tage nicht drüber nachgedacht. Aber klar, ne? Wenn man durch den Busch rennt. Auch hier gibt es Zecken. Ich denke, die letzte halbe Stunde bricht an. Die letzten Tage war es abends nicht so gut. Obwohl, platsch, das war ein Karpfen. Ja. Obwohl es in den letzten Jahren abends immer ganz gut war. Aber ich merke dieses Jahr auch extrem, wie unterschiedlich die Gewässer funktionieren. Naja, auf jeden Fall komme ich morgen zurück, weil ich das hier ziemlich cool fand. Ja, also es gibt Struktur, man kann den ganzen See umlaufen, man kann auf den See gucken. Und ich angel ja normalerweise viel Bass in Flüssen. Und da ist oft so, dass es immer so Kanten gibt oder die Wege, die da entlang gehen an den Flüssen. Da guckt man immer von oben runter und dann sieht man die Bass oder die Strukturen und dann kann man die überwerfen. Und häufig sitzen in den Strukturen die Bass und dann sieht man das. Also ganz toll. Und jetzt die letzten drei Tage war es nicht so ganz. Vor allen Dingen der eine große See in dem Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, mit dem Bruno, der zwei dicke, schöne Bass gefangen hat. Ja, das ist ganz cool. Aber ich mag beim Bassangeln tatsächlich das Sichtangeln. Das macht so viel Spaß. Nicht ins Leere und dann dicke Hardbaits durch. Ist auch mal gut, aber ja, ich mag das, was ich heute gemacht habe. Und deswegen würde ich morgen auf jeden Fall hier nochmal hingehen. Ja, das ist mein Plan. Jetzt werde ich noch was fischen. Und falls ich was fange, geht natürlich die Kamera nochmal an. Ansonsten freue ich mich auf ein Abendbrot. Ah ja, da freue ich mich überhaupt auf Essen. Ich habe mich heute echt von nichts ernährt, außer Cola und Sprite. So, also here we go.
jetzt eine halbe Stunde. Rock'n'Roll, es hat heute ein bisschen was funktioniert. Auch wenn es zurzeit ein Kampf ist. Na, ihr werdet wieder so schwer. So, jetzt ist aber auch Feierabend. Also,